oder? Ja. Kommt das, wie ich jetzt angehe, nudelt, oder? Ja, ich würde einfach sagen, wir warten, bis die ihr ganzes Zeug da rausgeht. Ah, da ist es schon. Kann es zaubern. Scheinbar. Das können wir jetzt nicht. Ich mache jetzt mehr Platz. Alles klar, hat recht lange gedauert. Jetzt warten wir kurz einfach, bis ihre Zauber abgelaufen sind, wäre so mein Plan. Das hört sich gut an. Jetzt ist es ruhig. Guck mal, was die so noch macht. Willst du wirklich mit Nadia nachschauen? Okay. Falsche Nadia. Achso. Stimmt, es gibt jetzt ja zwei. Wie geil ist das? Todesfolge oder was war das? Ja, genau. Ja, ja, Nadia ist schwer verwundet, ist mir egal. Huch. Voll gut, ist jetzt wird sie ihre ganzen Zauber rausballern. Aber zum Glück habe ich den Zauber nochmal. Was? Das andere ist doch tot. Schade. Jetzt mal erschöpft. Das ist nicht weniger gut, aber wir kriegen ihn vielleicht trotzdem noch down. Ja, die kriegt Schaden. Mhm. Was ist das, die Wolke da? Oh mein Gott, Andi. Jetzt ist sie tot. Lame-Taktik, sehr gut. Jetzt müssen wir warten, dass die Wolke ausgelaufen ist. Erzähl mir von deinem Leben. Wie? Ich habe kein Leben. Achso, dann erzähl mir von deinem Tag am nicht vorhandenen Leben. Laptop, keine Ahnung. Mein Laptop ist super. Vor allem dein Headset. Der ist jetzt 5 Jahre alt und irgendwie, der kann sich... Ja, meine Headsets. Das ist ja meine Headsets, ja. Meine Headsets. Muss ich berühren. Ist cool, dass die Nadia einfach noch so ein bisschen vor sich hin zaubert. Ja, siehst du da unten? Ja, die kann gar nicht aufhören, lass sie doch. Nee, die kann echt nicht aufhören. Ja, dann haben wir das auch geschafft. Ich glaube, das war mit einer der letzten, also mit Kangax einer der letzten heftigen Begegnungen. Ich weiß nicht, ob das schon der Kangax war. Hast du ja schon gelootet oder noch nicht? Nee, ich kann noch nicht looten. Okay. Also ich habe den Betrachter noch nicht gelootet und die Magierin noch nicht. Sonst gab es glaube ich nichts. Das war echt nochmal ordentlich der Kampf hier, muss man schon sagen. Jetzt ist fertig, Wolke. Mach okay, das hier gibt es ein Beholder, also nochmal so ein Betrachterauge. Also für den Arsch. Das sind wahrscheinlich mega. Da gibt es einen Stab. Nee, nur einen Stab. Staff of Magi. Ich kann mal kurz angucken. Tu das. Der ist geil. Da kann ich noch was drehen hier an diesem Blubbern. Der ist ja richtig stark. Alter Vater, ist der stark. Wieso kann ich eigentlich den identifizieren? Das ist ja voll gut. Ich kann irgendwie mittlerweile. Weil du kriegst als Dieb relativ viel Sagenkunde. Der ist richtig krass, der Stab. Na, siehst du mal, was ich alles für dich finde? Ja. So, dann speichern wir bitte kurz. Ich speichere mal. Dann können wir mal in dem Ding da oben drehen einmal. Das Stecken geht ab. You are too far away. Too far away to use this. Hm, was ist das? Und da hinten rechts ist noch so something was else needs kann. To be... What? Oh. Hä? Kann man jetzt das Ding da oben aktivieren vielleicht? Vielleicht. Und? Wenn jetzt noch mal so ein dicker Licht kommt und dreht ihn aber ab. Ich glaube, jetzt kommen wir raus, oder? Ah ja. Mhm. Boah, Dialekt von Yahira ist ja auch süß im Englischen. So gut, hey. Wir haben bei den Hafen uns getroffen und Terminsel, das ist ja ein komischer Name. Da, okay, da läuft was, sag ich dir. Aber auch. Also in einer Terminsel heißt er. Da muss ja was laufen. Natürlich tun wir das Richtige. Du brauchst sogar nichts fragen. Wir haben Item gegeben. Hier war Judge by the Hafners. Was haben wir jetzt hier bekommen? Ein Hafner Pin. Oh. Ich lese vor, was in. Ist die Quest abgeschlossen? Welche Quest? Wenn ich gerade nicht eine Quest bekomme? Judged by irgendwas? Oder eine Quest? Ja, Judged by the Hardness. Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, wann das war. Also ist es vielleicht noch in einem anderen Kapitel. Ja, jetzt haben wir das kurz. Da unten auch geschafft. Das ist es nicht. Kapitel 2 steht es auch nicht. Okay, keine Ahnung. Weißt du das nicht? Haben wir einen goldenen Rumpf?
Nein. Sollten wir eigentlich. Dann lass da nochmal rein. Er lass ihn mal kurz pennen. Hätten wir da irgendwo noch dran drehen müssen, vielleicht. Naja, bla bla. Dann gehen wir. Oh oh. Hätte ich jetzt nicht drauf drücken dürfen? Doch. Hä? Ich wollte jetzt eigentlich auch noch mal. Hätte rein, das vorher nicht auch passieren müssen mit diesem. Ist es. Ich bin verwirrt. Doch. Aber irgendwie. Scheint es hier kein Tor so gegeben zu haben, ne? Den gibt's ganz sicher hier, oder? Bist du ganz sicher? Aus 17, ja. Wollen wir mal im Büchlein nachschauen hier. Also unter extrem heftigen Wegen steht es nämlich ganz hinten irgendwo. Ja, beschützt von einem leichten goldenen Rumpf. Steht da. Oh, ich find's nicht wahr. Wo ist es? Ja, jetzt guck mal, sonst kriegen wir das. Was haben wir jetzt bisher? Kopf und Arme, oder? Kopf haben wir auch noch nicht, oder? Stimmt, aber wir haben Arme. Ja, Arme, Moment, also kann das, der goldene Torso. Ah, nee, 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 das ist das falsche Haus, glaube ich. Echt? Kann in einem ungezeichneten Haus im Süden des Brückenviertels gefunden werden. Wenn sie diesmal den Sarkophag öffnen, werden sie allerdings überrascht sein, was danach geschieht. Ein mächtiger Leichnam. Okay. Das ist ein anderes Haus. Das ist nicht das. Ja. Es ist. Ich port uns wieder hoch. Jo. Aber davor sollten wir pennen, weil wir haben jetzt echt alles rausgehauen, was so geht. Okay, aber dann haben wir das auch schon gemacht. Das dann ist Haus 1 südlich hiervon vielleicht, kann das sein? Ich glaube, irgendein ganz kleines wahrscheinlich. Ja, das ist doch ganz klein. Putzig. Na gut, da ist die Tür schon offen. Ja, vielleicht sind wir, waren wir ja schon mal drin. Obergeschoss vielleicht? Loot, loot. Stimmt, jetzt im Obergeschoss ein Riesentempel. Ne, es scheint irgendwie das falsche Haus zu sein. Die sind nicht auf der Karte markiert? Mal kurz. Da drüben, die Häuser vielleicht. Hier ist nochmal da, zum Beispiel in der Mitte. Was ist da drin? Ich guck gerade, warte mal. Also eigentlich müsste es im selben Haus. Ja, ich habe noch eine Karte irgendwo davon. Ja, das wäre sicher eine Brückenviertel-Karte. Nein, ja. Tempel von Helm, verzerrte Rune. Das ist hier nicht jetzt eingezeichnet, das ist natürlich top. Ich such gerade. Rumstehen, FTW. Ich such's gerade. Ja, kein Stress. Ja. Da müssen wir gucken, dass. Gleiches Haus, nur Seiteneingang. Oh Gott. Ja, ich sagen, dass da eine Falle ist. Hm? Das ist eine Falle, ne? Ja. Bist du jetzt rein? Im Haus drin. Du bist rein. Aber in dem Haus ist nichts. What? Runter, Keller. Ja, wo geht's da runter? Da ist eine Treppe. Ach, ja, die hatte ich nicht gesehen. Hier ist es. Sehr gut. Gut, dann, sie fragen, ob das mit der Aufnahme noch reicht. Meinst du, es reicht noch vom Platz herkommen? Ja, auf jeden Fall reicht das noch. Wir können ja danach nur gut stoppen. Gut, wir wissen ja, wie es geht inzwischen, ne? Ja. Wir machen dann so große Zirkus, so ein Zumba-Rumba, ne? Gut, dass der einfach hier so drin wohnt, unter so einem Haus, einfach so. Ja, würde ich auch machen. Finde ich gut. Dann kann der Minsk ja schon mal wieder hochgehen. Dann wieder einen Zirkus zu machen. Kriegst du Minsk hoch? Genau. Dann soll er schon mal vor dem Sarkophag gehen. Oh, geil, geil, geil. Soll ich? Toll, jetzt hat es nicht funktioniert. Warte noch ganz kurz. Jetzt hat es nicht funktioniert, weil die den gleichen auf einmal beschwören wollten. Jetzt kannst du. Okay, wahrscheinlich wieder aufploppen, wieder wie der letzte da oben, oder? Mhm. Bla bla bla. Ah, ne, hier.
Wieso kann der eigentlich 1000 dann auf einmal gleichzeitig wirken? Ja, es gibt so ein paar Zauber, so geht das. Oh mein Gott. Wir machen immer das Gleiche. Ja, natürlich machen wir immer das Gleiche. Meteoritenschwarm, bla bla bla. Dieses Ding von vorhin. Protected from Evil, jetzt macht er ein Zaubertor, unseren Höllenschlundschausal heraufzubeschwören. Sind wir da kurz raus? Oh ja, oh. Oh, viel Schaden in kurzer Zeit. Trinken Heiltrank. Mit beiden. Unbasiert. Hilfe vor der Gnose. Und der hat immer noch keinen Schaden, ne? Aus hier raus, lass mal ein bisschen zurückziehen kurz. Trink nochmal einen Heiltrank. Wir sammeln uns einmal neu. Boah, wie langsam der ist. Hört sich schon auf. Hast du nochmal Heilzauber oder muss ich noch was trinken? Trink nochmal was. Okay. Ich will ihn kurzzeitig mal auf, etwas aufhalten. Hat er mich gerade vergiftet? Lass ihn nochmal angreifen. Was? What the fuck? Schade, hat er schon wieder gemacht. Für einen Schaden rausdrückt, das hat echt knuffig. Also eigentlich nicht, aber... Vor allem wie viele aushält, ne? Der hat halt so eine, ja, eine hohe Resistenz. Das ist ja unsichtbar. Herzlichen Glückwunsch. Auch echt was gegen diese doofe Unsichtbarkeit. Jetzt ist er wieder sichtbar. Und dieses Feuerschild außenrum, das hält auch irgendwie ewig, oder? Ja, das hält ziemlich lang. Oh! Das war's. Hallo! Wenn seine Schutzzauber mal ablaufen, hält er, glaube ich, nicht mehr so viel aus. Das geht's voll. Oh. Schnell. Ach, das ist der Feuerelementar. Oh, fuck, der lebt. Ich muss ja Hira schnell heilen. Ja, das wäre ganz cool. Wenn ich gerade wieder belebt wurde. Wenn's kriegen, einen Heiltrank? Minsk, lebe. Mach kurz eine Pause. Jo. Sammeln und rüst die Hira kurz aus. Wenn es doch immer so gehen könnte. Hatten wir noch Pause. Barely injured. Ja, den werden wir jetzt down kriegen, oder? Hm? Das Viech da werden wir jetzt noch. Kann die Rüstung nicht anziehen, verdammt. Aber die kann... Lass uns den mal schnell, einfach killen. Ja, gleich, warte, ich muss noch kurz alles anziehen. Da steht gerade so ein Pfeil in der Luft, sehr hübsch eigentlich. Ich hasse diese Anzieherei sowas von. Oh ja, wem sagst du das? Das ist so eine Fieselarbeit, das mag ich so gar nicht. Ja, das mag ich auch gar nicht. Das ist eine Sauerei, das sag ich dir. Minsk nicht weglaufen. Brav. Ich habe keinen Heiltrank mehr. Kannst du, oder? Genau, welche von... Fuck. Ich kriegst welche, warte. Ich werfe sie dir ins Inventar. Minsk hat welche im Metall. Element erhalt? Okay. Ich bin aber auch, oder? Ich bin tot. Boah, Alter. Ich stehe schon mal an der Stelle, ne? Jo, dann hole ich mal den Torso. Genau, und dann sind wir in der nächsten Aufnahme, denke ich, wieder, weil jetzt soll die Aufnahmekapazität doch jetzt unsere Schritte sein. Mm, vor allem, bis ich das alles gerendert habe, geht. So, wir haben jetzt hier den Torso ausgezeichnet. War gut. Gut, dann machen wir nächstes Mal heiter weiter mit übertrieben heftigen Begegnungen, denke ich mal. Ja, heiter weiter. Wir sind und schon ganz wuschig drauf. Tschüss. Bis dann. Atta.